Da ruft Hollywood-Superstar Will Smith an und sagt, komm Junge, lass uns seinen Song machen. Und der junge, hippe Musiker aus England denkt sich, nee, lieber mache ich mein eigenes Ding. Dieser Typ ist heute bei uns zu Gast, John Newman. Wir kennen ihn aus dem Film Fuck You Goethe, hatte den Titelsong gemacht und natürlich über die Single Love Me Again. Sein Markenzeichen ist die gestylte Haartolle. Mit Love Me Again stürmte John Newman vor 2 Jahren die Charts. Musik ist die Schulter, an der ich mich ausweine, sagt er. Dabei klingen seine Songs dynamisch und positiv. Und doch, John Newmans Aufstieg in der Popwelt war begleitet von Schicksalsschlägen. Vor 3 Jahren zeitgleich mit seinem ersten Nummer-1-Hit die Diagnose Gehirntumor. Ein halbes Jahr fällt er aus, im Zenit des Ruhms. Das Erlebte verarbeitet er in seinen Texten. Diese schwere Zeit hinter sich zu lassen, dabei geholfen hat ihm auch die Musik. Sein neues Album ist mitreißender Retro-Soul. Von der Regie bis hin zu dem Design der Kostüme, überall mischt er kreativ mit. Perfektionist zu sein, hat sich für John Newman ausgezahlt. Jetzt ist er bei uns. Schönen guten Morgen. Wir freuen uns sehr. Hallo. Good morning. Und wenn ich mal die neue Platte in die Kamera halten darf, das Cover haben Sie auch gemacht. Sie haben das entworfen. Sie arbeiten, glaube ich, an allem mit. Kann das sein? Können Sie nicht loslassen? Ich glaube, mit meinem neuen Material habe ich erstmal das Thema gehabt. Beim ersten Debütalbum hat immer mir jemand über die Schulter geschaut und hat gesagt, mach dies, mach jenes. Und hier konnte ich mal durchatmen und konnte mich um alles kümmern. Also habe ich eigentlich alles designt. Auch meine Karriere habe ich designt. Und das ist ein Teil davon. Und das ist schön. Das macht mir Spaß. Das finde ich super. Und wenn ich dann sehe, wie meine Ideen dann real werden und ich die in der Hand halten kann. Jetzt sagen viele, John Newman ist ein Perfektionist, deswegen macht er das alles selber. Muss man das vielleicht auch ein Stück weit sein, wenn man sagen will, ich will aber auch, dass es so wird, wie ich das möchte? Ja, ich glaube, das ist so. Also das macht dich natürlich ein bisschen verrückt, aber es lohnt sich, weil dann ist man in der Lage, die eigenen Visionen zur Realität zu machen. Das ist unglaublich. Also ich treibe mich da so ein bisschen an, ich mache mich selbst verrückt mit meinem Perfektionismus, aber ich komme dahin, wo ich hin will. Das ist die Hauptsache. Und manchmal ist es ja eine Gesundheit, die er manchmal aus dieser Bahn schmeißt, von der man glaubt, man ist auf einer sicheren Schiene. Sie sind dann sehr krank geworden, sind operiert worden. Wie ist alles gut bei Ihnen? Sind Sie wieder voll gesund? Alles in Ordnung? Ja, das ist jetzt 3 Jahre her, dass ich so krank war. Ich hatte einen gutartigen Hirntumor. Und jetzt mal schnell auf Holz geklopft. Jetzt im Moment ist alles prima. Ja, das war eine sehr, sehr erschreckende Zeit. Aber meine Freunde waren da und haben mir geholfen, da durchzukommen. Und ich habe dabei gelernt, positiv darüber zu denken. Und das hat mir viel beigebracht. Das hat mich auch vorbereitet auf meine Arbeit, die ich jetzt leiste. Das hat mich etwas reifen lassen und eine positive Haltung angewöhnt. Man muss sich mal diesen Spagat vorstellen. Das war ein Zeitpunkt, diese Krankheit kam, als es gerade richtig abging und sie richtig erfolgreich wurden. Wie kann man das verpacken, wenn man eigentlich sagt, jetzt möchte ich loslegen und jetzt muss ich mich aber erst mal hinlegen? Naja, das war wirklich gleichzeitig, als das alles passierte. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit Rudimental damals einen Song hatte und alles war super, es war ziemlich aufregend. Dann musste ich ins Krankenhaus für die Operation und ich weiß noch, 3 Wochen später sollte ich eigentlich mit Rudimental wieder auftreten und mir war es also wichtig, aus dem Krankenhaus wieder rauszukommen. Ich wollte nicht, dass mich die Krankheit zurückhält jetzt von der Karriere, die ja gerade anfing. Das ging hob gerade richtig ab. Jetzt gibt es eine neue Single, neue Platte. Come and Get It singen Sie gleich bei uns auf der kleinsten Fernsehbühne der Welt. Wir freuen uns sehr. Wir gucken nach vorne und hören da hier schon mal rein.
Das gibt es gleich bei uns auf der kleinsten Bühne der Welt. Es wird voll, haben wir schon gesehen. Und ich kann Ihnen versprechen, er hat nicht nur eine geniale Sprechstimme, wie ich ja finde, sondern er klingt auch gleich noch auf der Bühne so. Wahnsinn. Vielen Toll, dass Sie heute hier sind. Und jetzt der Sport mit Peter. Danke. Er hat uns den Film Fuck You Goethe musikalisch versüßt. John Newman ist da mit Band. Und wir kennen ihn natürlich alle. Dieses große gilt in Großbritannien, wo er herkommt, in England, als der Shootingstar überhaupt. Mit 25 Jahre jung. Und wir kennen natürlich auch alle über seine Single Love Me Again. Mit seinem Hit Love Me Again stürmte John Newman vor 2 Jahren die Charts. Einmal wollte er Automechaniker werden, stattdessen liefert er jetzt mitreißenden Soul-Pop. Von der Regie bis zum Kostümdesign. Überall mischt John Newman kreativ mit. Aus seiner nordenglischen Heimat ist der 25-Jährige vor wenigen Jahren geflohen, um die Popwelt zu erobern. Mission gelungen. Heute ist John Newman einer der erfolgreichsten Musikexporte Englands. Jetzt ist er bei uns auf der Bühne und hätte ich das gewusst, hätte ich meine weiße Hose angezogen. Schönen guten Morgen, wir freuen uns sehr. Ich habe gehört, Sie haben vor, so eine Art Ratgeber zu schreiben, neben der Musik auch, wie man ins Pop-Business kommt. Was raten Sie denn? Also, it wasn't... I had an idea. Naja, really, I just made my hatte first nur so eine Idee. Ich habe mein erstes Buch geschrieben, kind of das hat mit dem... Album zu tun. Das ging eigentlich darum, wie man sowas macht. Es geht darum, cool zu bleiben und da zu vermeiden, die schlimmen Dinge zu vermeiden, die mit einer Musikkarriere verbunden sein können. Man sollte am Boden bleiben. Und was sind so schlimme Dinge, die passieren könnten? Ich denke einfach, das ist jetzt ja fast so ein Gimmick geworden, die Musikindustrie. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass echte Künstler den Durchbruch schaffen. Und das ist ganz schön, wenn man einige der echten Künstler sieht, wie sie Karriere machen. Das sollte man den Kids raten, dass sie sich um ihre Kunst kümmern. Dann kümmern wir uns jetzt um die Kunst und den neuen Song. Der heißt Come and Get It. Hier live gespielt bei uns auf der kleinsten Fernsehbühne der Welt. Baby, because I was never broken by you.
John Newman and Band live hier im ARD-Morgenmagazin. Thank you very much. Jetzt der Sport mit Peter.